Hallihallo, liebe YouTuber. Willkommen im neuen Video. Ich freue mich immer, dass ihr dabei seid. Und es gibt heute, ich habe eine Vase mitgebracht, ich habe Knöterich mitgebracht. Es gibt eine sommerliche Vasendeko. Ich hatte wieder so eine neue Idee. Aber was ich ganz genau damit anstelle und wie ich das mache, das zeige ich euch gleich im folgenden Video. Also bleibt mal dran. Aber bevor ich anfange mit dem nächsten Video, muss ich euch ja noch zwei Sachen. Ja, das war jetzt hier so schön das Eingangsbild. So ein schönes sommerliches Herz mit diesen tollen Rosen, Germini, dass es ein bisschen lässig ist, Waxflower. Auch ein roséfarbenes Schleierkraut und so lässig spielerisch mit den Efeuranken umrundet. Und die auch hier so auslaufen, die jetzt auch so langsam ein bisschen stabiler werden. Das ist ja auch schön, nicht mehr so frisch und jung, dass die so schnell schlapp sind. Ja, dieses Herz, dieses schöne Herz ist bestellt. Das wird der Empfängerin sicher gefallen. Dann habe ich im letzten Video, das muss ich euch auch nochmal zeigen, hatte ich so eine schöne Idee. Das ist jetzt zwar keine Vase, aber das ist ein Windlicht. Ja, da haben wir jetzt eine Kerze, die auch zu den Blüten passt, eingestellt. Und hier habe ich mit einem Reagenzglas, mit Aludraht und mit einem rosanen Basteldraht, genau, rosanen Basteldraht und mit Gras haben wir diese schöne Deko erstellt, also so ein sommerliches Windlicht. Da verlinke ich euch nochmal das Video. Oben ist der Link und im Abspann, wenn ihr bis zum Ende guckt, da kommt dieses Video nochmal. Da könnt ihr dann einfach auf das Video klicken und dann werdet ihr da weitergeleitet. Ich denke, das ist ein Highlight für jede Sommertafel. Und die Gäste werden auch sagen, boah, die werden echt staunen. Ich finde es auch ganz toll, wenn die Farbe der Blüten sich in der Kerze wiederholt. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr schön. Aber das ist jetzt eigentlich nur so ein kleiner Ausflug zum letzten Video. Und jetzt komme ich mal zu unserem heutigen Video. Ich habe also hier eine schöne, stabile Vase, die auch ruhig draußen stehen kann, mal auf der Gartentafel. Ja, fällt auch nicht bei jedem Luftzug um. Das ist auch schön. Was bei einer Vase auch immer toll ist, wenn sie sich nach unten, nach oben ein bisschen verjüngt, dann stehen die Blumen natürlich besser und fallen nicht wie so ein Fächer auseinander. Aber ich habe ja immer Knöterich. Ich habe jetzt viel mit Knöterich gemacht und da habe ich überlegt, so, Knöterich, was könnte man denn tun? Und da kam mir wieder so eine schöne Idee und hier habe ich jetzt extra einen Knöterich ausgesucht. So, ich schneide den auch mit dem Messer, dann kann ich den so schön schräg schneiden und ich habe einen Knöterich ausgesucht. Oh, zack, weg ist er, ja. Wird wahrscheinlich nicht der einzige bleiben, der ein bisschen dünner ist und dann kann ich den auch leichter mit dem Messer schneiden. Der andere geht zwar auch, aber das erfordert dann natürlich schon ein bisschen mehr Schmackes und ich würde auch schon mal auch gut aufpassen, dass das Messer nicht im Daumen landet. Vielleicht auch mal, wenn man übt, ein paar Handschuhe anziehen, ist gar nicht so schlecht. So, das Stückchen nehmen wir auch und am Anfang immer einen schrägen Anschnitt machen, ist immer schön, macht immer viel her. So, ich muss jetzt gar nicht rundherum arbeiten mit dem Knöterich, sondern ich kann euch ja nur so eine Deko zeigen. Ich brauche hier einen Aludraht. Aludraht 2 mm ist sehr gut. Gibt es auch mit 5 mm, der ist natürlich mega stabil. Ich nehme 2 mm. Ich habe mich beim letzten Mal mit der Abmessung ein bisschen verschätzt. Ich nehme jetzt einfach mal ein gutes Stück mehr. Es geht mir nicht um ein paar Zentimeter. Ich schneide den mit der Drahtschere und habe hier meinen Aludraht. So, und dann gibt es natürlich... Ich war am Werkzeugkasten von meinem Mann. Es gibt einen Vorbohrer. Ja, ist also nicht wie ein Schraubenzieher, sondern der ist so richtig spitz. Und dann dachte ich, bevor ich mir jetzt lang irgendwie Arbeit mache, gehe ich her, mache mit dem Vorbohrer ein Loch rein, zack, komme mit meinem Draht hinterher, weil da weiß ich ja gerade, wo das Löchlein war. Muss man manchmal auch gucken. So, genau. Und gehe mit dem Draht durch. Ich komme mit dem Draht umso leichter durch, wenn ich die Spitze ein bisschen schräg abschneide. Ja, das ist auch wie bei Kerzen, wenn man was anbratet. Und ich komme jetzt mit dem Vorbohrer am leichtesten durch. Zack.
wenn ich dann, genau, wenn ich immer das Loch mache. So, und so ist das jetzt erstmal ein bisschen Fleißarbeit, aber ihr wisst jetzt auch, warum ich fürs Video nicht das ganze Glas rundum mache. Wie groß eure Gläser sind und wie viele Knöterich ihr da dran machen wollt, das überlasse ich euch dann beim Nachmachen. Man sieht jetzt natürlich wieder den Vorteil von Knöterich gegenüber Bambus. Der Bambus, da habt ihr keine Chance, sowas zu machen. Der Knöterich, der lässt das natürlich alles mit sich machen. Der ist nämlich relativ weich. Und mein Gedanke ist, die Vase einfach so zu dekorieren. Das finde ich total schön. Wenn hier noch so ein kleiner Strunk übersteht, dann geht man einfach her und schneidet den nochmal mit der Gartenschere ab. Und ich habe zuerst darüber nachgedacht, wenn also mit so einem, ja, mit einem Wollfilz oder so, so ein Überkreuzmuster zu machen. Das ist jetzt nur so ein Gedanke. Den habe ich allerdings wieder verworfen, dass ich, ja, dass ich so ein, im Grunde genommen sowas, ja, dass man so hoch und tief, dass man eigentlich wie so ein Überkreuzmuster mit einem Wollfaden bekommt. Ja? Nur das so als Beispiel. Allerdings habe ich mich dann doch für was anderes entschieden. Ja, so, und das ist bei allen, das wäre zum Beispiel auch ganz süß, wenn das so als Mittelpunkt, so ein Zickzackmuster, wäre ganz schön. Und dann habe ich als nächstes eigentlich überlegt, dass ich doch vielleicht gern lieber ein schönes Bändchen drumherum hätte. Das fand ich jetzt lässiger. Aber was ihr da genau macht und wie ihr das genau macht, ihr habt so viel Fantasie und ich habe schon von euch so viele Abwandlungen gesehen. Ich glaube, da findet ihr ganz tolle Gestaltungsideen. So, ich gehe jetzt mal her und mache diesen, ja, möchte den Knöterich natürlich fixieren. Was ich immer machen kann, ist, um das Ganze zu fixieren, ich mache einfach auf den Knöterich. Und ja, wenn ihr also rund um die Vase geht, natürlich könnt ihr auch ganz entlang. Ich mache einfach ein paar Tupser Heißkleber da drauf. Und Heißkleber kann man super auch aufs Glas kleben. Und es geht auch sehr gut wieder ab. Ja, ein paar Tupser auf die Knöterichstangen. Und dann muss man natürlich ein bisschen warten, bis der auch erkaltet ist, dass das fest ist. Und dann ist das Risiko, ich will es nicht garantieren, aber dann ist natürlich das Risiko, dass das Ganze wieder nach unten abstürzt, ist das deutlich reduziert. Und ich ziehe auch jetzt mal einfach schön fest den Nadeldraht an. So, ich mache das mal mit der Hand. Ich könnte es auch mit der Zange machen. Allerdings, was mir dann natürlich auch passieren kann, ist, dass es Klack macht und dass ich das Ganze überdrehe. Zu wem wahren Leben und dass dann mir der Aludraht ganz einfach kaputt geht. Aber so stürzt es jetzt nicht mehr ab. Ich mache den Rest, schneide ich nochmal weg und gehe jetzt auch her und kann dieses Bändchen so drumherum wickeln. Ich kann es auch so ganz lässig machen. Und ich glaube, genau, erstmal so mal gucken, wie man es machen will. So, Moment, noch einmal kurz. Ich finde doppelt immer ganz schön. Und ich gehe einfach her und verknote das so ganz lässig über dem Knöterich. Ja, und man kann auch noch mal ein Stück Getreide hier drüber kleben. Aber wenn man jetzt die ganze Vase umrundet mit dem Knöterich, dann sieht das natürlich schon toll aus. Und ich finde auch durch diese verschiedenen Höhen lebt es natürlich auch sehr und macht eine unheimlich interessante Wirkung. Natürlich muss ich in meine Vase auch Wasser reinmachen, ja, weil ich möchte auch Blumen reinmachen. Das heißt, ich gehe mal her und mache ein bisschen Wasser rein. Und dann suche ich mir einfach sommerliche Blüten, sommerliches Grün. Ja, ich kann zum Beispiel auch schon mal eine Efeuranke nehmen, die so ganz lässig, also immer die Blätter abmachen, dass die Blätter nicht ins Wasser kommen.
Ein sommerliches Grün, was ich mir noch mitgebracht habe, ist Chinaschilf, Möhrenmäulchen. Also so, dass es so ganz so eine ganz leichte sommerliche Arbeit wird. Und das hat nichts mit einem gebundenen Strauß zu tun, sondern es lebt von seiner natürlichen Lässigkeit. Und genau so habe ich mir das auch gedacht. Und im Grunde genommen könnte man sogar eine Konservendose nehmen, ja, und die hier einstellen. Und also die Konservendose so mit Knöterich umwickeln. Es muss also gar kein Glas sein. Und das wäre dann trotzdem ein wunderschönes Geschenk mit so einem Wow-Effekt, was immer total viel hermacht. Und es ist natürlich auch schön, zum Sommer sind Löwenmäulchen. Und was Wunderschönes, was ich liebe, ist der Chinaschilf. Ja, der ist klasse. Wenn ich dem noch so einen kleinen Effekt geben will, kann ich den sogar auch tackern. Ich muss mal kurz meinen Tacker holen. Moment. Ich bin sofort wieder da. Ja, ich kann den dann natürlich auch mal tackern. Das heißt, ich gehe einfach her und lasse den in so einem Bogen schwingen. Ja, wenn der hier zu lang ist. Und dann gebe ich dem einfach so einen natürlichen Schwung, so einen kleinen, der um die Vase rumgeht. Ja, und so ist meine Sommervase bald fertig. Der Besuch kann kommen, der Grill kann gestartet werden. Ich freue mich auf die nette Runde. Und meine Deko dazu ist auf jeden Fall für heute fertig. Und so sieht man, wie man eigentlich mit ganz viel Natur und relativ einfachen Mitteln eine super wirksame Deko machen kann. Ihr Lieben, ich freue mich total, dass ihr dabei wart. Ich freue mich jedes Mal über viele Daumen, Kommentare, einfach Leben, Reaktionen. Ist immer toll. Und ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Ich sage bis bald. Alles Liebe von eurer Marc.